diese Stammfunktion zu berechnen, erkennen wir zuerst dank dieser zwei Formeln, dass e hoch 2x die Ableitung von e hoch 2x halbe ist. Und somit suchen wir Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, von der eine Ableitung ist. Dazu haben wir selbstverständlich diese Formel. Die Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, von denen eine Ableitung ist, wird wie folgt berechnet. Man schreibe das Produkt dieser beiden Funktionen aber ohne Prim, so, und ziehe davon ab, die Stammfunktion vom Produkt dieser beiden selben Funktionen, wo aber dieses Mal dieses Prim auf die andere springt. Das heißt, hier haben wir auch f von x mal g von x, aber hier wird g abgeleitet. Genau das können wir hier anwenden. Machen wir das. Wir schreiben das Produkt dieser beiden Funktionen so, aber ohne Prim, ziehen davon ab, die Stammfunktion vom Produkt dieser zwei selben Funktionen, wo aber dieses Mal dieses Prim auf die andere springt. So. Da x' 1 ergibt, erhalten wir das und hier können wir ein halbes als multiplikative Konstante raussetzen. Dann bleibt noch die Stammfunktion von e hoch 2x zu berechnen und da wissen wir ja, das ist e hoch 2x halbe. Somit können wir noch e hoch 2x halbe ausklammern und die Stammfunktion ist schon gefunden. Die Aufgabe ist also beendet.